Hallihallo und willkommen in der nächsten Ausgabe von unseren Salsa Snacks. In diesem Snack kümmern wir uns um die Salsa Cubana, und zwar einen besonderen Aspekt, der sehr charakteristisch ist für kubanische Salsa. Und das sind die Caminadas. Mit den Caminadas peppen wir unsere kubanischen Salsa auf und geben dem Ganzen noch eine zusätzliche Dimension. Und präsentieren unsere Ladies. Genau, nur darum geht's. Los geht's gleich nach dem Intro. Schauen wir uns die Caminadas auf Basis von Dile Que No. Wir tanzen zum Beispiel ein Dile Que No hier und 5, 6 und auf 7 öffnen wir und gehen quer zu diesem Slot, in dem wir Dile Que No getanzt haben. Ja? Und jetzt, er dreht dann an ihr vorbei, 1, 2 und 3. Ja? Und jetzt öffnet er und jetzt tanzt man hier wieder Dile Que No. Dile Que No und dann wieder in die Richtung. Und 1, 2, 3. Und 5, 6, 7, 8, 1, 2, und 5, 6, 7, 8, und danke. Schön. Dieses Element oder diese Caminadas sind sehr, sehr charakteristisch für den Cuban Style. Und sobald man dieses Element implementiert, dann kommt es gleich so, das ist Salsa Cubana. Ja? Das heißt, es zahlt sich aus, sich das anzueignen. Es ist durchaus eine Herausforderung, weil wir die Raumrichtungen verändern und dadurch uns immer wieder neu orientieren müssen. Aber sie sind ganz klar und wenn man sich einmal so ein bisschen die Mühe macht, das genauer zu durchleuchten, dann wird man sehen, man wird das gleich durchblicken. Ja, außer man ist da. Achso, ich kenne mich aus. So, schauen wir uns das mal an. Wir haben also jetzt hier diesen Slot, den wir jetzt für unser Kurs. Wir werden kreuz und quer tanzen. In Dile Que No. Das heißt, Dile Que No zuerst. Und 5, 6 und jetzt ich initiiere diese Bewegung nach vor. 7. Mein ganzer Körper geht dann nach vor, anstatt hier im normalen Fall quasi leicht auseinander. Ja? So, jetzt müssen wir schauen. Wir wollen jetzt, der Dado wird dann noch etwas über die Führung sagen, wir wollen uns jetzt vorstellen, wir wollen wieder auf die andere Seite retour. Das heißt, es sind lauter Dile Que No, einmal hin, einmal her. Aber zuerst eine Box. Dazwischen aber machen wir eine kleine Box. 1 und jetzt werde ich mich umdrehen. 2 seitlich gehen. Ja? Und jetzt auf 3 definiere ich wieder den neuen Slot quasi. Ja? Und sie tanzt hier Dile Que No. Oh, Dile Que und auf 7 No gehen wir wieder in die nächste Box. Und wieder, wir gehen vor, wir gehen zur Seite. Sie geht jetzt unter den Körper. Ich definiere wieder den neuen Slot links an mir vorbei. Sie tanzt an mir vorbei. Das heißt, man kann sich so vorstellen, dass man sich in so einer Art Box dann immer bewegt. Und der Slot ist eigentlich immer der gleiche, aber leicht versetzt durch diese, Caminada. Es ist wie bei den Gleisen. Ja? Wir haben auch zwei Gleise und dazwischen diese Verbindungsstücke, wie heißen die? Verbindungsstücke. Boah, ich könnte Gleise bauen. Gut, wir zeigen das jetzt nochmal von der Seite. 1, 2, 3 und 5, 6, 7 und 1, 2, 3 und 5, 6, 7 und 1, 2, 3 und 5, 6, 7. Die Krux hier oder der kritische Moment ist auf 7, in dem der Leader mit seinem gesamten Körper und eben mit seinem linken Arm bzw. mit dem gesamten Rahmen sich nach vor bewegt. Dadurch vermittelt er hoffentlich ihr dasselbe. Denn wenn wir jetzt hier in dieser Position sind und wenn ich mich jetzt nach vor bewege und mein Rahmen bewegt sich mit mir und bleibt nicht irgendwo so hinter mir, dann wird sie das schon verstehen, vor allem dann, auch wenn sie ihren Rahmen unter Kontrolle hat, dann passt das schon. Ja? Noch eine Variante davon ist, wenn wir dann rechts in Rechtshaltung kommen, diese Jo, grüß dich! Oh, das sind neue Momente. Arm drücken mal anders. Aber das ist sehr, sehr typisch, dass man das Ganze zum Beispiel an Dile Que No rechts in rechts tanzt. 1, 2, 3 und 5, 6, 7. Und jetzt in diese Schattenposition kommt, seine linke Hand hier. Und 1, 2, 3 und 5, 6, 7. Und 1, 2, 3 und 5, 6, 7. Und da kann man sich dann beliebig im Raum bewegen. 7.
Wir hoffen, du hattest Spaß mit den Caminados und kannst sie gleich auf der Tanzfläche umsetzen. Mehr von diesen Moves in unterschiedlicher Form gibt es jetzt ganz neu in unserer Salsa Academy, in unserer Social Dancing Academy. Und wer jetzt noch nicht vom Dado nervös geworden ist, der kann sich gleich unsere Website anschauen und noch mehr davon bekommen. Tschüss! Bye. Seguro que está alquilando su Chevrolet del 53. Son los Pepe, los doceses, los que alquilan su Chevrolet. Son los Pepe, los doceses, los que alquilan su Chevrolet. Y nadie sabe cómo esa gente, sin hablar inglés y un tin de español,